Klang und frenetischem Beifall wird 42 Leseköniginnen und Leseköniginnen in der Stadtbücherei Bad Harzburg gehuldigt. Sternenstaub auf die hohen Häupter und Bleistiftzepter als Insignien der Macht gibt es zudem. Zum dritten Mal lädt die Bücherei mit ihrem Chef Bücherpapst Detlef Lisson zu der Aktion Leseprinzen ein. Erneut mit Rekordbeteiligung. Mehr als 200 Bücher hat der Leseadel in dieser Runde bereits wieder gelesen, verstanden und bewertet. Wer sich so fleißig in den Adelstand emporgelesen hat, darf sich jetzt zurücklehnen und wird mit Geschichten verwöhnt. Dargebracht mit Harfe, Laute und Gesang wurden die Märchen von Clara von Querenberg, die mit Wichtelin und Schneehund in den Harz gereizt ist. Absoluter, wenn auch ziemlich müder Star der Huldigung war der Schneehund. In 2 Monaten wird die Aktion Leseprinzen 2010 auslaufen. Dann wird Bad Harzburg um einige Kaiser in seiner Geschichte reicher sein. Und zur Huldigung der Lesekaiser, die bis dahin alle 10 Bücher verschlungen haben werden, wird ein kaiserlicher Hofnarr in der Stadtbücherei erwartet, der auch noch zaubern können soll. Die Lesepagen werden also weiter gut zu tun haben.